beim Gänseblümchen ist vielleicht, oder was ich mir immer behalle, gegen alle Mangelerscheinungen des Winters. Das ist so etwas Typisches. Ne? Alles, was die Leute im Winter nicht haben. Da haben die gewartet, dass die Gänseblümchen kommen sind. Und die gibt es ja schon 4 Wochen. Ja. Und dann haben die Gänseblümchen gegessen. Und die haben sich was Gutes getan. Das ganze System gegen alle Mangelerscheinungen vom Winter. Und von den Pflänzeblümchen kann man nicht nur die Blüte essen. Bei den Brennnesseln ist es schwierig, mit dem Roh zu brauchen. Weil die Brennnessel brennt ja. Deshalb wird die in der Regel gekocht für Gemüse. Brennnesselgemüse. Und da verhielt man nur die Spitze. Man hielt nicht das ganze Ding. Die noch sind ja jung, ne? Aber die wäre ja so hoch. Und da hielt man nur die Spitze. Und du die koche und die falle zusammen wie Spinat. Da hat man immer voll und hat nachher für 2 Portionen etwas. Und sobald die Herz wäre, gehen die Brennhaar kaputt. Da haben die ihr Name her, ne? Der mischt es stark wie ein Bär, der Bärlauch. Und so kann man sich behalten. Warum soll man Bärlauch essen? Für die Zunge, aber er hilft uns auch, kräftig zu werden. So, da ist noch ein eindrückliches Beispiel beschrieben. Da geht es um platte Jünglinge im Frühjahr. Und wenn die dann Bärlauch essen, was für Kerl aus denen wäre. Und Schafbockskraut ist ein großer Vitamin-C-Träger im Frühling. Die Blätter. Und da tritt immer als so ein Teppich auf. Das wird nicht größer. Und man kann schon ein bisschen erkennen, da hinten, das geht in den Bohrenwirren rein. Dann wären die Blätter gelb und dann geht es in den Bohren rein. Und sobald die gelbe Blüte da sind, wird es nicht mehr genommen. Oh, wird es nicht mehr genommen. Also von daher, das ist dasselbe Thema, wie ich schon mal sagte. Es ist, die Blüte sind ein wichtiges Erkennungsmerkmal für uns. Und wie kann ich jetzt das Schafbockskraut erkennen, wenn es noch keine gelbe Blüte hat? Denn dann soll ich schon nicht mehr hulle. Von daher, wenn Sie mal so ein Blatt in die Hand hulle wollen, für ein Gefühl dafür zu kriegen, oft ist es schwer, nur über die Augen wahrzunehmen.